Genau, vielen Dank dir, liebe Berivan. Ich würde gerne unseren ersten Keynote-Speaker, den ersten Referenten nach vorne bitten, Dr. Mark Terkesidis. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Mark Terkesidis ist Journalist und Migrationsforscher und wird gleich noch mal was zum Kontext sagen, in dem der Brandanschlag in Solingen passiert ist. Ich hole ihn noch. Ja, schönen guten Morgen. Normalerweise sagt man sich ja bei solchen Anlässen immer artig für die Einladung und sagt danach, ich freue mich, hier zu sein. Heute kommt es mir nicht so vor, als ob es sehr freudig wäre, über das zu sprechen, was vor 30 Jahren passiert ist. Ich habe diesen Auftrag angenommen und dachte dann so, ja, das ist jetzt 30 Jahre her und dann werde ich wohl ziemlich nochmal recherchieren müssen, was damals eigentlich vorgefallen ist. Und kaum hatte sich sozusagen der Gedanke bei mir festgepflanzt, war das alles einfach wieder total präsent. Diese Atmosphäre in den frühen 90er Jahren, die man erlebt hat. Ich habe eben mit Berivan Aimaz kurz darüber geredet, was hat das eigentlich mit uns gemacht. Also ich war 25, Berivan Aimaz war etwas jünger, klassisches südländisches Aussehen oder Schwarzkopf, wenn man so will. Und dieses Gefühl, das damals aufgekommen ist, irgendwo zwischen Fassungslosigkeit und Bedrohung angesichts dessen, was passiert ist, hat eben sehr, 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 sehr viel ausgelöst und auch sehr, sehr viel ausgelöst, was eine Politisierung betroffen hat, die auch einiges in der Folge verändert hat, muss man mal sagen. Also die Nachwirkungen, so schrecklich wie das waren, waren auch nicht nur negativ. Heute sind von all diesen Ereignissen im Grunde vier Namen übrig, also Hoyerswerda, Rostock, Mölln und dann eben Solingen. Aber ich glaube, dass man auch nochmal darauf hinweisen muss, dass die Kette an Gewalttaten, die damals stattgefunden hat, im Grunde im täglichen Rhythmus gekommen sind. Also man konnte sozusagen, auch wenn man gut informiert war über diese Dinge, sagen, dass es im Großen und Ganzen täglich Gewalt gegeben hat gegen Asylbewerberinnen, gegen Menschen mit Migrationshintergrund etc. Und damals hatte man auch noch nicht das Gefühl, dass die deutsche Demokratie eigentlich wie soll ich sagen, als postnationalsozialistische Demokratie so gestärkt war, wie vielleicht heute ist es so, kann man auch in Frage stellen. Aber das Ganze sozusagen ging auch noch mit der Befürchtung einher, dass demokratische Standards tatsächlich außer Kraft gesetzt werden können. Dabei waren auch nicht nur die Ereignisse schockierend, sondern auch die Erklärungen, da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, die für die Ereignisse von Politik und Medien geliefert worden sind. Und heute sagen junge Leute, der Rassismus war nie schlimmer als heute. Das ist sozusagen auch das Recht von jungen Leuten, das zu sagen. Als einer, der die frühen 90er Jahre miterlebt hat, würde ich sagen, nein, stimmt nicht. Es war damals schlimmer und es hat sich auch was getan in der Bundesrepublik, zumal deswegen, weil Rassismus auch heute umkämpft, umstritten ist. Ja? Weil man den Begriff Rassismus verwenden kann und damit auch sagen kann, das ist etwas, was es in einer Demokratie nicht geben darf. Und damals, muss man dazu sagen, wurde der Begriff Rassismus absolut vermieden im Zusammenhang mit diesen Anschlägen. Und gleichzeitig war rassistisches Wissen praktisch Konsens in dieser Gesellschaft. Praktisch Konsens in dieser Gesellschaft. Und das ist natürlich etwas, das man auch im historischen Bewusstsein nochmal stärken muss. Im Grunde ist es so, dass immer noch jede Generation wieder anfängt, über Rassismus in der Bundesrepublik zu sprechen, weil wir es bislang immer noch nicht geschafft haben, sozusagen ein historisches Bewusstsein auszubilden dafür, was Rassismus ist, aber auch über die Kämpfe gegen Rassismus oft kein historisches Bewusstsein haben. Also insofern dient das, was ich jetzt sage, auch dazu, diesen Kontext nochmal zu rekonstruieren, um etwas beizutragen, dazu dieses historische Bewusstsein zu wecken. Diese Anschläge sind damals immer im Zusammenhang gesehen worden mit der Wiedervereinigung.
Also sozusagen auch als Folge der Wiedervereinigung. Ich glaube aber am Ende des Tages, dass die Wiedervereinigung zwar so eine Art Durchlauferhitzer gewesen ist, aber nicht entscheidend gewesen ist für das, was vorgefallen ist. Tatsächlich waren diese Anschläge und die Gewalttaten an einem Scheideweg sozusagen mehrerer Migrationsregimes, wie man heute sagt. Also das heißt, in den mittleren 70er Jahren ist die sogenannte Gastarbeit beendet worden. Also das heißt, die geregelte Anwerbung, inwiefern die jetzt geregelt war, darüber kann man auch mal reden, aber die theoretisch geregelte Anwerbung von Arbeitskräften aus bestimmten Ländern, mit denen die Bundesrepublik Abkommen hatte. Und tatsächlich ist ja schon mal gesagt worden, man ging davon aus, dass diese Personen dann sozusagen, nachdem sie Gäste waren, wieder nach Hause gehen. Und dieses Regime ist beendet worden mit den mittleren 70er Jahren mit dem sogenannten Anwerbestopp. Und danach setzte eine neue Migration ein, die maßgeblich bestand aus Familiennachzug, weil de facto eine Ansiedlung stattgefunden hatte, und aus Leuten, die nach Deutschland flüchteten. Das betraf tatsächliche Flucht, aber es betraf natürlich auch Personen, die in Deutschland arbeiten wollten, aber im Grunde keinen legalen Zugang zum Arbeitsmarkt hatten, weil es schlicht und ergreifend keinen legalen Zugang zum Arbeitsmarkt gab und daher sozusagen auch über den Asylparagraf eingewandert sind. Also ich finde, das muss man nicht moralisch bewerten. Das ist einfach sozusagen so, wie es im Grunde gewesen ist. Wie gesagt, Anwerbestopp war verbunden mit der Idee, dass Migration rückgängig gemacht werden kann. Das ist bis 1998 die gängige Auffassung in der Bundesrepublik gewesen, so irre das auch war, dass man diese Migration rückgängig machen kann. Also dass jederzeit sozusagen die Ausländerinnen irgendwann wieder nach Hause gehen können. Und in 1998 hat die rot-grüne Regierung auch ausdrücklich gesagt, dass es einen unumkehrbaren Prozess der Zuwanderung gegeben hat. Und das war sozusagen quasi die revolutionäre Aussage. Anfang der 80er Jahre ist man allerdings davon ausgegangen, dass dieser Prozess auch tatsächlich umkehrbar ist. Und 1982 kam die Regierung Kohl an die Macht und Helmut Kohl hat damals die sogenannte geistig-moralische Wende eingeläutet. Und zu dieser geistig-moralischen Wende gehörte es auch, die Migration rückgängig zu machen. Das heißt, es gab sozusagen Anfang der 80er Jahre massive Programme dafür, Leute wieder zurück nach Hause zu bringen, Rückkehrhilfen zu installieren, auch Druck auszuüben, Leute wieder nach Hause zu bringen etc. Das hat nicht funktioniert. Der Effekt war genau das Gegenteil, weil eine zunehmende Ansiedlung stattgefunden hat und über den Familiennachzug sozusagen die Ansiedlung eher gefestigt worden ist. Aber das war nicht die Auffassung der Regierung. Die Regierung wollte, dass die Personen wieder zurückgehen. Dann gab es sozusagen die Effekte, also und natürlich ist im Rahmen dessen sozusagen die ersten Diskurse über Integration entstanden, die im Grunde von vornherein immer auf Defizite und negative Aspekte abgehoben haben. Also das heißt, die Leute, die sich angesiedelt hatten, wurden als Leute betrachtet, die nicht angepasst waren. Ja, und diese Nichtanpassung schlug sich nieder in sogenannten dysfunktionalen Familienverhältnissen, in Sprachproblemen, in Ghettobildung, also dem, was man heute als Parallelgesellschaft sagt. Das sind so die Klassiker der Diskussion seit Jahrzehnten. Aber vor allen Dingen mündete diese Nichtanpassungsfähigkeit im Bild der Politik und der Medien in der Idee, dass die Ausländerinnen alle kriminell sind oder potenziell kriminell sind. Also sozusagen mit dem Bild mit den 80er Jahren kam diese Debatte auf über kriminelle Ausländerinnen, die uns vielleicht sogar bis heute noch begleitet. Zweiter Teil der Debatte war sozusagen diese neue Migration, die über Asyl lief. Und da gab es ja den legendären Begriff Asylanten. Heute kennt ihn keiner mehr und man bringt es auch persönlich kaum über die Lippen, sozusagen diesen wirklich widerwärtigen Begriff. Und bei dieser Personengruppe ging man ebenso wie bei den Ausländerinnen davon aus, dass die primär unproduktiv waren. Ja, im Grunde auch wieder Familiennachzug. Es handelte sich um unproduktive
eine unproduktive Familiengruppe, die auf unsere Kosten nach Deutschland kommt. Das war eigentlich Konsens. Ja? Das sind Leute, die leben hier auf unsere Kosten. Das war eine Situation, die man aber im Grunde selber hergestellt hat, weil der Bundestag damals, ich glaube, mit 2 Gegenstimmen beschlossen hat, dass Asylbewerberinnen in Deutschland eine Arbeitserlaubnis nicht bekommen für das erste Jahr und tatsächlich auch manchmal länger und gleichzeitig in Sammellagern untergebracht werden sollen. Das hat man nicht als Konzentration bezeichnet, aber im Grunde war es genau das Gleiche. Ja, also die Sammelunterkünfte, also Sammelunterbringung und Arbeitsverbot ergeben dann sozusagen auf unsere Kosten leben eine Situation, die man herstellt und gleichzeitig sozusagen den Leuten dann eben zum Vorwurf gemacht hat. Und das war dann verbunden mit der Diskussion über Scheinasylanten, die zu Unrecht sich in der Bundesrepublik aufhören, aber auch mit einer Diskussion über einen Ansturm auf die Bundesrepublik Deutschland. Das ist seit den 80er Jahren massiv befördert worden, dass es einen Ansturm gibt, im Übrigen auch von Aussiedlerinnen. Dieser Ansturm verwandelte sich dann zunehmend in diese Metapher des Bootes, das von Fluten umgeben ist und dass wir sozusagen in der Bundesrepublik von diesem Ansturm irgendwann mal überflutet werden. Dazu massiv beigetragen hat natürlich neben dem, was in den Medien geschrieben worden ist, der damalige Innenminister Friedrich Zimmermann. Ich weiß gar nicht, ob sich heute noch jemand an den erinnert. Der war relativ lange Innenminister, von 82 bis 89 und wurde dann von Wolfgang Schäuble abgelöst. Und wenn Sie die Papiere studieren, die sozusagen ab der Regentschaft von Wolfgang Schäuble sozusagen zu dem Thema geschrieben worden sind, dann sehen Sie eine Differenz, die wirklich größer nicht sein könnte. Ja, also Friedrich Zimmermann war offen rassistisch, auch was seinen Sprachgebrauch betraf und hat ab Mitte der 80er Jahre im Grunde diese Metapher des Ansturms, der Flut und so weiter massiv befördert und damit im Grunde natürlich auch sozusagen die Medien eingeladen, all das zu übernehmen. Und ich weiß nicht, also ich glaube, man kann sich das Niveau dessen heute eigentlich wirklich kaum vorstellen. Da ging es wirklich nur um Existenzfragen, um die Überfremdungsängste, das Pseudo-Asyl, die Heerscharen von Heimatlosen, die Aufnahmefähigkeit der Bundesrepublik, die Hinnahmefähigkeit der Bevölkerung und so weiter. Und es ging natürlich auch stark darum, also irgendwie so, wenn jetzt überall Krisen sind, eine legendäre Bemerkung stammte von Franz Josef Strauß in den 80er Jahren, der meinte, ja, wenn Neukaledonien Probleme hat, dann werden wir demnächst auch noch von Kanaken überschwemmt. Ja, und sozusagen das Wort selber, das haben viele sozusagen hier aushalten müssen, dieses Wort, und spielte natürlich genau auf der Klaviatur der Ressentiments in der Bevölkerung. Der rassistische Apparat war im Grunde zu dem Zeitpunkt voll intakt, also relativ hohe Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt, ein Staatsangehörigkeitsrecht, das aus dem Jahre 1919 stammte und als Abwehrrecht im Grunde auch installiert worden ist. Damals ist eine maximale Trennung zwischen uns und ihnen, also den Deutschen und den Ausländerinnen, installiert hat und eben auch ein wirklich absolut verbreitetes rassistisches Wissen. Und das Jahrzehnt 80er Jahre begann mit dem sogenannten Heidelberger Manifest deutscher Professoren, das im Grunde absolut biologistisch gewesen war und schon gegen Einwanderung gerichtet war. Und die Untersuchungen der 90er Jahre, Siegfried Jägers Untersuchung Brandsätze von 92 etwa, hat auch nochmal gezeigt, dass während man sozusagen im Rest des Westens schon über den neuen Rassismus, kulturalistischen Rassismus, differenziellen Rassismus diskutierte, der sich versteckt, weil er das Wort Rasse nicht mehr benutzt und weil er nicht mehr biologistisch argumentiert, dass man das in Deutschland nicht vorfindet, sondern dass in Deutschland in den 80er Jahren und auch noch in den 90er Jahren im Grunde kohärent biologistisch argumentiert worden ist. Man glaubte genau zu wissen, was deutsche Abstammung, deutsches Blut ist, und sozusagen jeder, der anders aussah, war auch gleichzeitig sozusagen biologisch andersartig und gehörte nicht auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland, sondern war da mehr oder minder geduldet. Diese Wissensbestände haben sich erst verändert mit der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts von 2000. Ja, die Staatsangehörigkeit von der Qualität des Blutes entkoppelt hat.
Damals, sozusagen in den 90er Jahren, kamen dann sozusagen auch die Bilder, also ganz wichtig sozusagen für die Ikonografie damals war ein Bild aus Italien, sozusagen das Schiff Flora, das in Bari anlandete, überfüllt mit Flüchtlingen, Geflüchteten aus Albanien. Dieses Bild hat sozusagen diese Idee der Flut nochmal, des Ansturms nochmal sozusagen richtig forciert und ist dann in der Presse auch ständig dargestellt worden. Und damals ist dann auch sozusagen teilweise sehr bewusst auch von Kommunalpolitik und Landespolitik, manchmal auch von Bundespolitik, sozusagen eine Situation hergestellt worden, in der die Sammelunterkünfte quasi durchaus bewusst vernachlässigt worden sind, in denen Geflüchtete untergebracht worden sind, um eine Situation herzustellen, in der die lokale Bevölkerung darauf sozusagen allergisch reagiert. Also es ist durchaus davon auszugehen, dass durchaus also eine bewusste Verschärfung der Situation hergestellt werden sollte, um diesen Ansturm auch entsprechend zu illustrieren. Wenn man sieht, dass sozusagen das Ergebnis dieser Gewalttaten, das ist eben schon mal erwähnt worden, der Asylkompromiss von 1993 war, der das individuelle Recht auf Asyl quasi abgeschafft hat und ersetzt hat durch ein Cordon sanitaire um die Bundesrepublik Deutschland herum, die sogenannten sicheren Drittstaaten, die uns kürzlich noch mal so richtig auf die Füße gefallen sind, dann müssen wir im Grunde davon ausgehen, dass das eine durchaus orchestrierte Angelegenheit gewesen ist, in der die Vernachlässigung der Sammelunterkünfte, die Reaktionen in Politik, Medien und sozusagen die Gewalt auf der Straße durchaus ineinander gegriffen haben, um dann diesen Asylkompromiss 1993 zu gestalten. Das war das Schlimmste, was man hätte tun können, auf die Gewalt mit der Legitimierung der Gewalt zu reagieren, was aber de facto passiert ist. Ich will noch kurz auf die Erklärungen eingehen, die für die Gewalttaten geleistet worden sind, weil diese Erklärungen mir relativ wichtig erscheinen, um noch mal zu zeigen, wie damals die Idee abgewehrt wurde, dass das irgendwas mit Rassismus zu tun hat. Das Wort Rassismus durfte man damals im Grunde überhaupt nicht benutzen. Das war völlig tabuisiert. Wer Rassismus sagte, setzte sich im Grunde dem Vorwurf aus, er würde das, was da passierte, mit dem Nationalsozialismus vergleichen. Und das ging natürlich nicht. Klar, im Ausmaß des Verbrechens unterschied sich das sehr wohl. Nur international wurde der Begriff Rassismus verwendet. Nur in Deutschland redete man ständig nur von Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit. Insofern mussten die Taten, die da begangen worden sind, obwohl sie sich ganz offensichtlich, rassistischen Charakter hatten, auch anders beschrieben werden. Und eine Beschreibung war, das sind Jugendliche, die das machen. Diese Anschläge werden primär von Jugendlichen begangen. Mag zutreffend, dass es hauptsächlich junge Männer gewesen sind, aber wer mal die Bilder von Hoyerswerda oder Rostock gesehen hat, der sieht, dass das überhaupt nicht nur Jugendliche gewesen sind. Aber so konnte man natürlich sagen, das war ein Jugendphänomen. Das war ein Jugendphänomen und gleichzeitig konnte man auch nochmal sagen, das ist unsere Jugend. Und wir müssen uns fragen, warum unsere Jugend solche schrecklichen Dinge tut, wie Morde begehen. Das heißt, die Leute, die ermordet worden sind, waren viel weniger wichtig als unsere Jugend und das empathische Verhältnis zu unserer Jugend, die eigentlichen Opfer gewesen sind. Das konnte man dann den weiteren Erklärungen auch unternehmen. Dazu gehörte im Grunde auch immer zu sagen, das sind alles Einzeltäter. Ja, also es ist vollkommen klar, dass auch in Solingen sozusagen ein rechtsextremistisches oder rechtsradikales Netzwerk geholfen hat, aber das hat sich ja dann auch weiter durchgezogen. Das sind alles Einzelne, die das machen, verwirrte Einzelne, gestörte Einzelne, die das gemacht haben. Die Gewalt ist dann sozusagen, weil sie als Jugendphänomen betrachtet wird, immer weiter entkontextualisiert worden. Also die wurde immer, wenn man so will, anthropologischer. Katharina Rutschke hat damals gesagt, das hätte was zu tun mit Jugendirre sein.
Das ist so eine Art anthropologischer Zustand, in dem man offensichtlich auch schon mal Leute umbringt. Dann hieß es, das seien irgendwelche Triebdurchbrüche, die deswegen stattgefunden haben, weil die Zivilisation nicht mehr so funktioniert, wie sie mal funktioniert hat, also die Welt irgendwie instabil geworden ist. Das sei eine vor allen Dingen natürliche, quasi biologische Reaktion auf die Anwesenheit von zu vielen Ausländerinnen in der Bundesrepublik oder auf engstem Raum. Also der Fremdenhass in Anführungszeichen erschien als natürliche Reaktion auf darauf, dass verschiedene Bevölkerungen auf einem Territorium, das war eine Erklärung, die auch schon vorher in den 80er Jahren zumal sehr stark verwendet worden ist. Und eine weitere Erklärung war, und das war dann auch wirklich perfide, war einfach zu sagen, dass diese Reaktionen, also diese Gewalttaten deswegen stattgefunden haben, weil wir als Nation noch nicht normal sind. Also wir haben sozusagen in einer geteilten Gesellschaft gelebt all die Jahrzehnte. Wir haben das Nationale verleugnet und wir müssen jetzt unbedingt nationalistisch werden, um sozusagen den Nationalismus von rechts abzuwehren. Also das war ohnehin immer so eine Bewegung. Also irgendwie so, während man also sozusagen sich gegen Rechtsradikalismus wehrte, adoptierte man gleichzeitig sozusagen die Themen des Rechtsradikalismus. Aber ich will nur mal einmal Martin Walser zitieren aus dem Spiegel, der meinte, die Anschläge damals seien eine Antwort auf die Vernachlässigung des Nationalen durch uns alle gewesen. Also der Mann, der später in der Paulskirche das Holocaust-Denkmal als Mahnmal der Schande bezeichnet hat, wundert einen dann im Grunde auch nicht. Aber die Intellektuellen sind damals auch sozusagen reihenweise umgefallen und haben Legitimationsdiskurse zur Gewalt geliefert. Zu den Folgen, weil ich bin jetzt in der Zielgerade. Das eine ist, die Folge ist, damals ist zum ersten Mal ernsthaft über Rassismus diskutiert worden. Also die Politisierung, die viele andere Menschen und ich damals erlebt haben, hat auch dazu geführt, Rassismus auf die Agenda zu setzen und auch Rassismus unter dem Begriff Rassismus auf die Agenda zu setzen. Das ist gar keine Frage, dass das sozusagen für die Folgejahre eine positive Entwicklung gewesen ist. Auch die Tatsache, dass sehr viele Personen mit Migrationshintergrund damals oder BPOC damals politisiert worden sind und dafür gesorgt haben, sozusagen, dass es mittlerweile ein politisches Spektrum des Redens über Rassismus gibt oder ein politisches Spektrum des Widerstands gegen Rassismus gibt. Das ist auch eine positive Folge. Und natürlich gab es auch eine ganze Menge Personen deutscher Herkunft, die über dieses Thema gearbeitet haben. Darüber gibt es ja gar keinen Zweifel. Also insgesamt hat das für eine politische Veränderung zweifellos gesorgt. Auf der anderen Seite muss man mal sagen, was das Thema Rechtsradikalismus und Rassismus betrifft. Damals schon ist relativ klar festgestellt worden, dass die mangelnde Behandlung ernsthafte Beschäftigung mit Rassismus und Rechtsradikalismus dazu führen könnte, dass sich rechtsradikale Subkulturen herausbilden, die dann sozusagen sich radikalisieren und zu Terrorismus führen können. Ich kann Ihnen sozusagen die Interviews von allen möglichen Forscherinnen zeigen, die damals Anfang der 90er Jahre genau von diesem Thema handelten. 10 Jahre später hatten wir NSU und im Grunde gab es eine Linie von der Verleugnung von Rassismus und von der Verleugnung von rechtsradikalen Netzwerken, Einzeltäter-Theorie, direkt zu dem Versagen der Sicherheitsbehörden beim nationalsozialistischen Untergrund. Und vielleicht sogar, wenn man sieht, wie Hanau heute behandelt wird, darüber hinaus. Also das ist eine sehr, sehr unerfreuliche Sache. Und natürlich nimmt man immer an den Personen auch Anteil, die wegen der eigenen Herkunft ermordet worden ist. In meinem Fall Theodoros Vulgaridis, der vom NSU 2005 in München ermordet worden ist und einen Schlüsseldienst hatte, ja? Also irgendwie nur wegen seiner Herkunft ermordet worden ist, wie die Familie Gensch eben auch. Und sozusagen dieser Tod der Gensch-Familie hat nicht dazu geführt, dass die Morde 10, 15 Jahre später verhindert worden sind, was kein Problem gewesen wäre.
wenn man die richtigen Entschlüsse gefasst hatte. Noch eine letzte Bemerkung, dann bin ich fertig. Diese Reaktion hat man natürlich damals auch die ganze Zeit im persönlichen Kontakt aushalten müssen, diese Erklärungen, die ich gerade geliefert habe. Also wenn man angefangen hat, über Rassismus zu sprechen, ist man nicht gerade selbst bei den Wohlmeinenden auf Verständnis gestoßen. Das war ein langer Lernprozess, diese Thematisierung von Rassismus, weil natürlich sozusagen der Verleugnungsmechanismus allumfassend gewesen ist. Und ich möchte vielleicht auch nochmal sagen, dass eigentlich die einzige Person, und ich stimme mit dem Zentralrat der Juden auch nicht immer überein, aber die einzige Person, die damals sozusagen überall hingefahren ist und überall die Reaktionen gezeigt hat, die man nämlich eigentlich hätte zeigen müssen, Tränen, war Ignaz Buhes. Vielen Dank.